Alles neu macht der Mai, auch für die Touristen, die sich unsere Elbestadt anschauen wollen. Um deren Erlebnis aufzuwerten, fährt seit dem 22. Mai 2019 ein neuer Doppeldeckerbus durch die Stadt. Dafür haben sich die Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH, kurz MMKT, und die MVB, die Magdeburger Verkehrsbetriebe, zusammengetan. Schon für die alten Touribusse arbeitete man zusammen, beim neuen aber zu anderen Bedingungen. Die MMKT und die MVB betrieben ja den alten Bus schon gemeinsam. Der Unterschied war, dass der MMKT gehörte. Und hier haben wir jetzt die Aufteilung tatsächlich danach vorgenommen, wer ist der Experte auf welchem Gebiet. Und das sind wir nun mal auf dem Gebiet des Verkehrs, der Fahrzeuge. So haben wir uns darum gekümmert, den Bus quasi zu konzipieren, zu beschaffen. Wir sind auch Inhaber der Linienkonzession und wir betreiben den natürlich auch mit unseren Busfahrern. Eine Fahrerin und 8 Fahrer sind vorerst im Einsatz und das durchgehend. Der neue Bus kann nämlich trotz Aufziehdach auf dem Oberdeck ganzjährig verwendet werden. Eine Heizung sei Dank. Doch das ist nicht die einzige Neuheit. Was es vorher tatsächlich nicht gab, ist eine englische Tonspur auf unserem Bus. Bislang waren ja immer deutsche Gästeführer an Bord. Das heißt, die Stadtrundfahrten waren grundsätzlich deutsch. Jetzt gibt es sie auch in Englisch und wir werden perspektivisch auch noch weitere Sprachen anschaffen. Als nächstes ist aber der Kinderkanal geplant. Was muss ich mir unter Kinderkanal vorstellen? Naja, das Ganze wird ein bisschen lockerer umgesetzt werden, kindgerechter, also nicht so viele Jahreszahlen, sondern ein bisschen in erzählerischem Stil, dass es eben Kindern auch tatsächlich an Bord unseres Doppeldeckerbusses gefällt. Wer die Stadt erstmal auf Deutsch oder Englisch erkunden will, der kann die Fahrten entweder im Internet, in der Touristinfo im Breiten Weg, im Dommuseum Ottonianum oder im Bus selbst buchen.